Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem ganz kleinen Video der ganz anderen Art zum Thema Shakes and Fidget. Dieses Video ist ein kleines Anschlussvideo an meinen Osteros Retalk, der ja ganz viel für Kontroversität gesorgt und auch eines meiner meistgeklicktesten Videos ist. Und deswegen dachte ich mir mal, mache ich dazu jetzt mal eine Erweiterung, weil es neue Informationen gibt. Und falls ihr den Retalk noch nicht gesehen habt, könnt ihr jetzt hier oben rechts klicken. Ich werde auf dem Osteros Retalk auch nochmal dieses Video verlinken, denn das hier ist jetzt so ein Ergänzungsvideo und bietet jetzt mehr Spielraum für Diskussion, weil wir jetzt mehr Infos haben. Für alle, die es nicht gesehen haben, werde ich nochmal so kurz zusammenfassen. Ich habe mich darüber beschwert, dass Osteros vielleicht niemals schaffbar sein wird und die Sprünge der Charaktere so hoch sind, beziehungsweise der Dungeon-Bosse so hoch sind, dass es wohl wirklich schwer sein wird, irgendwie daran voranzukommen und dass Osteros im Endeffekt nur ein Beschäftigungsmove von Player Games war, um uns zu zeigen, das war jetzt erstmal unser Content und den werdet ihr eh nicht schaffen. Das heißt, wir mussten erstmal nicht um neue Dungeons kümmern. Ich wurde jetzt ein bisschen falsch bestätigt, aber trotzdem heißt das noch lange nicht, dass das nicht eintreffen würde. So, wir haben nämlich jetzt hier, das Bild ist noch von meinem alten Stand. So, das Bild ist hier alter Stand, mein Video. Wir haben hier den Kai vom reitenden Hügelbeet, Stufe 390, 50.000 Stärke. Damals undenkbar. Ich will jetzt hier schon mal hier hervorheben, es ist ein Mage und das ist ganz wichtig, das sehen wir dann in den nächsten Bildern. Hier war dann erstmal ziemlich lange Ruhe. Wir haben hier den 26.10., der Thread ist untergegangen und jetzt kam am 14.06. ein komplett neues Bild auf. Joffrey wurde geschafft und man hat den unterkühlten Unhold geschafft. 34.000 Geschick, 33.000 Stärke. Das heißt, Osteros Dungeon 11 ist leichter als der Etage davor. Verstehe ich nicht ganz. Ist ein Geschickgegner, der dann irgendwie schlechter ist. Was man aber natürlich sehen muss, dass die Dungeons nicht den Werten entsprechen, den sie an Schaden machen. Das seht ihr zum Beispiel auch wo bei Etagen, wo die meisten auch oft sind. Zum Beispiel Etage 3 Osteros. Das ist doch, glaube ich, PT der Pimp. Der hat doch 14.000 Intelligenz oder so. Oder auf jeden Fall sehr viel mehr Intelligenz als alle Int-Gegner, die ihr so um euch habt. Trotzdem haut man den einfach weg, weil er nicht so viel Schaden macht. Das heißt, okay, der Schaden ist nicht so ganz real, deswegen muss man da die Werte nicht so ernst nehmen. Trotzdem müsst ihr bedenken, was die Werte ausmachen. Und da ist es immer noch wichtig, die Nachteule ist Magier. Und wir werden noch weitere Bilder sehen. Magier, Magier. Mal gucken, was es daran so auf sich hat. So, und Osteros Dungeon 11 ist geschafft. So, dann kurz danach. Osteros Dungeon 13. Dungeon 13 ist geschafft. 45.000 Stärke, 44.000 Ausdauer. Etage 13 ist leichter als Etage 9. Dann geht's weiter. Osteros Dungeon 14. Habe ich in meinem Osteros Retalk predicted, dass das eine starke Bremse sein wird und bin auch davon ausgegangen, dass es Magier ist. Ist aber die Frau in Rot, ist ein Geschickgegner. Ich weiß nicht, was die Frau in Rot, also wen die in Game of Thrones repräsentiert. Für mich sah sie halt aus wie eine Magierin. Ist jetzt ein Geschickgegner. Und ja, hat 47.000 Stärke, 45.000 Ausdauer. Ganz, ganz, ganz komisch. Vielleicht wollte Playa ja, irgendwie mit 20 Etagen, 2 Seasons irgendwie repräsentieren. Ich weiß ja nicht, ich kenne mich bei Game of Thrones überhaupt gar nicht aus. Ich weiß null über Game of Thrones, aber wenn der 9., das heißt, vielleicht war der erste dieser Hügelbeet der erste Boss und dann tritt man mit Etagen 11, 12, 13 in eine Art neue Dungeon ein. Also vielleicht in eine neue Staffel von Game of Thrones und deswegen ist es so aufgebaut. Aber wir gehen weiter. Osteros 15. Jetzt ist er stärker als das Hügelbeet, 57.000 Stärke, 56.000 Ausdauer. Osteros Dungeon 16, 59.000 Stärke, 57.000 Ausdauer. Ihr seht schon, ganz, ganz, ganz krasse Lebenswerte, die er da erreicht. Wenn wir das jetzt mal vergleichen, Stufe 460, 132.000 Leben haben wir dann beim Hügelbeet. Wie viel haben wir da? Ah, 95.000, also da ist dann da schon ein riesiger Unterschied. Aber es haben noch Leute dies geschafft. Das ist der falsche Seite. So, weiter runter. Und dann haben wir hier Nachteule gegen Gesichtsloser. Hat 61.000 Intelligenz und 58.000 Ausdauer. So, ich habe ja gesagt, auch damals in meinem Osteros Real Talk, wir haben Suihiro zum Beispiel, eine der bestgeskilltesten Spieler, die ich kenne und die auch vielleicht wirklich einer der bestgeskilltesten Spieler überhaupt. Und wie soll der an solche Inferte rankommen, die es schon in den vorherigen Etagen gibt?
Jetzt haben wir hier einen, der auch wieder mit 61.000 Stärke, ein Magier, der es geschafft hat. Gerade der Magier, wo ich dran gezweifelt habe, hat es geschafft. Und es sind auch gerade die Magier, die in Osteros weiterkommen als Krieger und Kundis, was total komisch ist. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht an den niedrigen Waffenschadenwerten. Also, der Magier ist ja einer, der von seinem Waffenschaden am meisten skaliert. Er hat den höchsten Waffenschaden, er hat den höchsten Knall als alle anderen Klassen. Und vielleicht ist er auf so rundenbasierten Kämpfen, wo dann der Waffenschaden von diesem Osteros-Gegner nicht so hoch ist wie seiner, stärker. Und deswegen kommt er so weit. Aber wir sind dann noch nicht fertig. Hier, Osteros Dungeon 18, da schreibt er dann, hier ist dann erstmal Schluss. Wir haben hier einen Int-Gegner nochmal mit 12.000 Intelligenz mehr. Ja, und den scheint er nicht zu schaffen, aber trotzdem hier weit zu kommen. Das heißt, gib ihm ein paar Pets mehr und dann wird er wahrscheinlich auch hier gewinnen. So, was kann ich damit jetzt anfangen? Sind Magier dann am Ende doch die Kings oder nicht? Also, es sind aktuell echt nur größtenteils die Magier, die hier in den Dungeons vorankommen. Nachteule ist auf Stufe 397 auf Welt 13. Das heißt, der ist auch jetzt nicht... Der scheint wohl im Vergleich zu den Spielern, die hier so schreiben, hier Sabinchen schreibt zum Beispiel, Magier eben, aber ist schon heftig, wenn ich das mal ummünze, hast du trotz 397 3k mehr Mainstat und 5k mehr Ausdauer. Könnte also potenziell ein Goldspieler gewesen sein, der hier gerade am Werk ist. Ja, was soll man dazu jetzt sagen? Meine Übertreibung, dass es irgendwann in 140k geht, ist wohl dann überflüssig. Wir haben jetzt noch zwei Etagen. Osteros Dungeon 18, 19 und 20. Ich glaube aber, wir werden in der letzten Etage nochmal einen richtig kranken Sprung sehen. Das Hügelbett war ein kranker Sprung und ich glaube, da wird nochmal ein richtig kranker Boss kommen, der auch über die 100.000 geht. So, was bedeutet das dann aber jetzt zu meinem Real Talk? Ist Osteros nur ein Content-Füller? Ich bin immer noch der Meinung, dass Osteros nicht das ist, was es zu sein scheint. Denn wir haben jetzt zwar jemanden, der es geschafft hat, so weit in Osteros zu kommen. Und es kommen jetzt ein paar Leute weiter in Osteros. Aber das sind vielleicht nicht mal die 1% der Spielerschaft, die das geschafft haben oder vielleicht sogar jemals schaffen werden. Wie lange spielt dieser Spieler vielleicht schon auf Gold? Wie sauber hat er gespielt? Und so weiter. So viele Sachen, die da jetzt zusammenkommen. Es ist auch komisch, wie gesagt, für mich immer noch, dass der Magier in diesen Kämpfen sehr viel stärker ist als, Kundis. Kundis sind doch eigentlich immer die großen Dungeon-Ballerer. Wobei ich euch da sagen muss, ab Level 300, 350 nimmt der Kundi sehr stark ab und da gewinnt der Krieger mehr. Scheint aber dann hier so ab Stufe 400 zu sein, in Osteros, dass der Magier über allen Beinen vorausschießt. Das kann man dann da vielleicht nochmal ein bisschen härter studieren, wenn viel mehr Leute den Osteros-Dungeon geschafft haben. So, was heißt das jetzt für die Zukunft? Ich glaube noch nicht, dass Osteros dieses Jahr geschafft wird. Das ist jetzt so meine Prognose. Und dann haben wir ja ungefähr über ein Jahr einen Dungeon, der nicht geschafft wurde. Das heißt, es wurde ein guter Content gemacht. Aber wie lange wird der dann, wann erreichen wir, dass das 10% der Spielerschaft Osteros geschafft haben? Vielleicht dauert es 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre. Und dann kann man sehen, dass Player es geschafft hat, einen Dungeon zu schaffen, der die Leute erstmal aufgehalten hat. Ich will damit nicht sagen, dass Player Games uns nur hinhalten möchte, denn es ist ja schon wieder ein neues Update geplant. Was das ist, das können wir vielleicht nochmal in einem anderen Video besprechen. Ich würde ja sagen, irgendwas Multiplayer-mäßiges, vielleicht so wie bei Hero Zero, so ein Dungeon, so ein Server-Boss oder so, habe ich auch noch nie gespielt, das Spiel, aber nur von gehört. Und ja, das war so eine kurze Ergänzung zu Osteros. Und ja, ihr könnt mir mal eure Meinung jetzt in die Kommentare schreiben. Vielleicht habt ihr ja vorher den Real Talk gesehen, eure Meinung geschrieben und könnt jetzt mal sagen, wie jetzt euer Standpunkt ist mit den neuen Zahlen, neuen Werten, wie das so aussieht, was ist eure Meinung zum Magier jetzt und ja, was ist eure Meinung zu Deutschland, Frankreich heute Abend? Ich bin wieder total unter Spannung, ich werde heute wieder Public Viewen und ich denke, der Gewinner des heutigen Spiels wird Europameister. Ich will natürlich, dass Deutschland Europameister wird und sage deshalb, auch Deutschland wird Europameister. Das ist jetzt mal ein bisschen off-topic. Das war ich, der Sozokolot. Könnt auf die Endkarte schauen für ein paar andere Videos und schaut unten in meine Social Medias. Twitter, da bin ich auch sehr aktiv mittlerweile. Ich poste auch sehr viel zu EM. Snapchat könnt ihr auch gucken, da bin ich auch immer sehr aktiv aktuell und ich bin ja bald auch weg und da wird auch sehr viel auf Snapchat kommen. Aber genug dem ganzen Gelabere. Lasst ein Dislike da, wenn es euch nicht gefallen hat und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das war ich, der Sozokolot. Bis dann, Leute. Ciao!